Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Hinterland Hofbauvideo. Für meine kommende Karte Hinterland habe ich ja einige Hofgebäude gemacht. Hier das Farmhaus, ein Tiny House. Es geht also um bescheidene, einfache Farmgebäude. Und die hatte ich schon mal so im Giants Editor einfach so hingestellt als Hof, und das sah doch arg kahl aus und hat mir so gar nicht gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, wie gestalte ich diesen Hof etwas schöner und so und ein bisschen heimeliger. Und dann kam ich auf die verrückte Idee, das im Spiel zu machen, in-game. Habe ich also als Farmmanager gestartet, wo keine Gebäude vorplatziert waren. Und habe dann einfach mal gebaut, so wie ich sonst auch Höfe baue. Wahrscheinlich bin ich deshalb auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und aber siehe da, es hat ganz gut funktioniert. Ich hatte ja auch reichlich Geld, hat also nichts ausgemacht, wenn ich mal eine der Hallen nicht gut platziert hatte. Dann habe ich sie mir einfach neu gekauft. Und ich habe auf dem bisherigen Platz jetzt auch einen Kuhstall untergebracht. Ja, und dadurch wird das Ganze etwas voller. Es war einfach, sagen wir mal, ein bisschen arg kahl. Und mir war schon klar, dass ich da noch was ändern werde, ganz klar. Und ja, das habe ich inzwischen getan. Jetzt erstmal geht es natürlich um Platzierung der verschiedenen Gebäude. Und dann habe ich es auch noch dekoriert. Und das, was hier jetzt am Ende von dem Video rauskommt, habe ich inzwischen auch in den Giants Editor übernommen und dort noch weiter ausgebaut. Ich habe zum Beispiel das Feld auch noch ein bisschen weiter, ja, verkleinert, damit man hintenrum gut fahren kann, ohne um das Feld rum zu, auf dem Feld rumzufahren. Und auch der Helfer kommt jetzt besser klar, habe ich schon ausprobiert. Aber das wird man hier in diesem Video nicht sehen. Dies ist nur das Video, wie ich in-game diesen Hof baue und mit ein paar Bäumen und so weiter dekoriere, bis es irgendwie etwas heimelig und gemütlich aussieht. So, wo ich dieses Silo hinstellen soll, habe ich lange nicht so recht gewusst, wie man hier sehen kann. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Da hätte ich so mittelgut gefunden, aber letztlich auch nicht so toll. Und ja, ich habe keine so, sagen wir mal, optimale Lösung gefunden. Letztlich habe ich mich für hier entschieden. Und habe geguckt, ob man da noch durchfahren kann. Und dieses kleine Kaufhäuschen, das habe ich dann als nächstes versucht unterzubringen. Und da passt es eigentlich ganz gut. Da hatte ich es vorher auch schon. Und da habe ich es jetzt wieder hingestellt. So, und das sind auch schon die Gebäude von dieser Farm. Es ist ja eine ganz, ganz schlichte Farm. Also sie ist nicht all und heruntergekommen und ja, extrem abgenutzt, so, aber dafür einfach und schlicht mit kleinen Möbeln. Ich bin jetzt hier mit dem Mähdrescher gekommen, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie ist es vom Platzgefühl her hier rumzufahren. Und dann nochmal mit dem Trecker mit Anhänger kann ich hier ordentlich rangieren. Oder ist mir das alles zu eng? Und ich fand, obwohl ich jetzt noch den Kuhstall dazugestellt habe, dass ich mehr als reichlich Platz hatte. Und wenn ich mehr als reichlich Platz hatte, habe, dann haben das fast alle anderen Spieler auch. Die meisten kommen auch auf deutlich engeren Höfen klar als ich. Ja, und also habe ich mich entschlossen, gut, dann kann ich so ein paar Grünbereiche mit Bäumen und Büschen und so machen, um das Ganze etwas gemütlicher zu machen. Und das habe ich jetzt hier angefangen. Und alles, was ich hier jetzt mache, musste ich dann natürlich auch nochmal im Giants Editor machen.
Aber hier, ja, hier habe ich es einfach mal, sagen wir mal, spielerisch rumprobiert und dann eben im Giants Editor nochmal neu. Und das fand ich auch gar nicht so schlecht, es praktisch doppelt zu machen, denn ich glaube, es ist dann unterm Strich noch besser geworden. Und ich habe dann auch im Giants Editor noch so Kleinigkeiten gemacht, wie Gras an den Wänden von den Unterständen und so, also dass es noch mehr belebt wirkt. Das kriegt ihr dann ein andermal zu sehen, sobald ich die nächste Version der Karte vorstelle. Und ich war dann hier auch irgendwie leicht entsetzt, wie wenig Bäume hier nur zur Verfügung stehen. Und ich hatte mir das sowieso schon notiert, dass ich da mehr Bäume zur Verfügung stellen will. Und ich dachte dann auch, das ist eilig, das muss bald sein. Der Hühnerstall ist nach wie vor der kleine Standard-Hühnerstall aus dem Basisspiel. Weil mir jetzt einfach die Zeit gefehlt hat, auch noch einen Hühnerstall zu machen. Ich habe damit geliebäugelt, aber letztlich habe ich dann doch gesagt, nee, wir nehmen jetzt den kleinen Hühnerstandardstall, denn ich will ja auch fertig werden mit der Karte und zwar möglichst schnell. Und es gibt noch genug zu tun und dann will ich ja auch an meiner Karte Wunzig weitermachen. Aber selbstgebaute Hühnerställe werden selbstverständlich von mir noch kommen. Nur nicht für diese Hinterlandkarte. Ah ja, vielleicht wissen einige von euch gar nicht, was es mit dieser Hinterlandkarte auf sich hat. Na, hier mache ich jetzt eine Bauminsel in der Mitte. Das mache ich immer ganz gern. Und bei dem Fahrtest habe ich ja auch herausgefunden, dass mehr als genug Platz da ist. Also die Hinterlandkarte, die habe ich sozusagen eingeschoben. Eigentlich arbeite ich ja an einer anderen Karte. Und das soll eine Karte sein, die ich recht schnell fertig kriege und die zum selber bauen ist. Da gibt es also hier dieses Hofgrundstück und drei Felder. Und dann gibt es ein kleines Dorfzentrum mit ein paar Verkaufsstellen. Aber kein Dorf. Und ja, es gibt einen Fluss und ein paar kleine Hügel mit Bäumen und ansonsten alles Wiese. Das heißt, man legt sich die Felder selber an, baut das Dorf selber so, wie es einem gefällt. So ähnlich wie auf der Niemandsland und ähnlichen Karten. Ja, da habe ich einfach spontan ungeheuer Lust drauf gekriegt, die zu machen. Und ich hoffe, dass die dann auch entsprechend zügig fertig wird, damit ich dann an meiner anderen Karte Wunzig weiterarbeiten kann. Immerhin ist jetzt schon mal das passende Hofgebäudepack fertig. Das gibt's, soll es auch extra im Mottab geben. Ist schon im Test beim Mottab. Und ja, halt mit dem Tiny House, das ist übrigens begehbar und eingerichtet. Und dann diesen im gleichen Holzstil gehaltenen Unterständen und Silo und so. Und an den Gebäuden im Dorfkern, wobei das Dorf nur aus diesem Kern besteht, da habe ich auch schon gearbeitet. Und da baue ich gerade noch ein Restaurant. Ja, und ich denke mal, das ist auch bald fertig. Dann werde ich noch so die Ufer schöner machen, die Wege schöner machen und so ein paar Änderungen in den Dateien, was man halt so beim Kartenbau machen muss. Und ich denke mal, dann ist die auch relativ bald fertig. Ja, und was ich hier jetzt nicht mache, ne, so ein bisschen, weil es passt ja nicht bei einer Durchfahrhalle dann da Wiese am Wegrand zu haben. Das habe ich hier schon mal gemacht. Und aber so richtig die Feinheiten, die habe ich dann später im Giants Editor gemacht. Das habe ich aber nicht aufgenommen. Aber wie gesagt, das werdet ihr zu sehen kriegen. Es ist dann noch gemütlicher, als es jetzt hier ist.
Und es wird auch noch Deko-Objekte kriegen. Also für einen Holzstapel und vielleicht eine Bank und so. Jetzt mache ich hier nochmal einen Fahrtest, ob ich hier klarkomme. Und es ist ja eigentlich ganz praktisch, dass ich besonders viel Platz brauche, weil ich dann weiß, wenn es mir platzmäßig reicht, müsste es eigentlich allen reichen. So, hier auch nochmal mit dem Mähdrescher. Natürlich mit angeschnalltem Mähwerk. Jetzt werden mir hier noch ein paar Hühner und Kühe gekauft, damit man sich das alles so ein bisschen vorstellen kann. Und ich komme hier überall gut durch. Wunderbar. Dann kann man den auch wieder wegstellen. Einmal hinten rum. Und da wurde mir dann halt auch klar, das Feld geht einfach zu dicht ran. Das ist für den Helfer und für einen selber zu eng, wenn man die Halle als Durchfahrhalle nutzen will. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.